Herzlich willkommen zu unserem Osterspecial. Lamm und Fisch sind ja traditionelle Bestandteile des Osterfestes. Damit sich von euch keiner entscheiden muss, machen wir heute einfach beides. Ich bin der Dirk Freiberger, Metzgermeister und Fleischsommelier und heute gibt's Lamm Cordon Bleu, Steinbutt und als Highlight Schäuferle vom Lamm. In unserem Osterspecial gibt es drei leckere Gänge und wir starten mit Cordon Bleu vom Lamm auf einem leckeren Frisee-Salat. Anschließend filetieren wir zusammen den Steinbutt, machen danach ein paar karamellisierte Karotten dazu und jetzt fangen wir erstmal an, unser Lammschäuferle in den Grill reinzugeben und vorzubereiten. So, hier ist das gute Stück. Hier haben wir unsere Schaufel, deswegen hat es auch den Namen. Das ist der obere Teil der Schulter. Wenn ihr es jetzt so seht im Tier, im vorderen Bereich, hier unten kommen jetzt dann die Haxe und das Knie, oder besser gesagt der Ellenbogen, der dann da praktisch nach vorne geht. Ich zeige es euch jetzt gerade falsch. Also hier würde jetzt das Tier in die Richtung schauen, weil der Ellenbogen, nee, ich habe es euch richtig gezeigt, Entschuldigung. Hier geht der Knochen hin, da haben wir unseren Ellenbogen und hier nach vorne geht dann die Haxe noch nach unten. So. Hier müssen wir nicht mehr viel vorbereiten. Das Einzige, was ich euch empfehlen würde, ist, wenn ihr da noch diese äußeren Hautstücken, also hier ist noch so ein Stück von diesem äußeren Muskel drauf habt, dann könnt ihr das noch leicht abheben. Das könnt ihr später dann einfach noch mit reinbraten. Aber jetzt für den Geschmack ist das, was unter der Haut oder unter dem Fell normalerweise ist, immer sehr intensiv. Außerdem ist das da außen drauf auch immer sehr der Hitze ausgesetzt. So, jetzt haben wir nur noch eine Fettauflage oben drauf. Jetzt können wir das so lassen. Würzen tun wir nachher. Dazu habe ich Rosmarin und Thymian. Den können wir jetzt gleich mal ein bisschen abschneiden. Also schauen wir mal schnell rüber zum Grill. Den heizen wir jetzt gerade richtig schön vor. Geben unseren Dutch Oven mal rein, dass der Temperatur bekommt hier. Das hier lassen wir jetzt noch kurz heiß werden. Das dauert noch einen kleinen Moment. Währenddessen bereiten wir schon mal unser Suppengemüse und unsere Zwiebeln vor. Unser Suppengemüse habe ich schon gewaschen. Das müssen wir jetzt dann nur noch grob schneiden. Jetzt sollte unser Dutch Oven vorgeheizt sein. Jetzt braten wir unser Fleisch als nächstes an. Ich würze mein Fleisch immer nicht vorher, also nicht vorm Anbraten, sondern erst hinterher. Also wir braten es jetzt an, nehmen es dann wieder raus. Dann können wir es nochmal mit Salz und Pfeffer oder in dem Fall jetzt halt nur mit Salz würzen. Dann kommt unser Gemüse rein und nachher gießen wir das Ganze dann noch schön mit Portwein auf, damit wir nachher auch ein schönes Süßchen bekommen. Wir nehmen zuerst die Fettseite, die braten wir als allererstes an. Man sieht jetzt hier, dass die äußere Hautschicht sehr kollagenreich ist und wenn ihr die anbratet, also beim Schäuferle, beim Schweineschäuferle, dürft ihr das auf keinen Fall machen. Da haben wir ja auch ein extra Video dazu gemacht, weil wenn ihr das beim Schäuferle macht, also beim richtigen Schäuferle, habt ihr schon verloren, gibt es keine gute Kruste mehr. Beim Lammschäuferle ist es jetzt ein bisschen anders, da ist ja praktisch diese äußere Hautschicht, die praktisch dieses, ja, diese typische Plop-Kruste gibt, ja, die so schön crunchy ist. Die gibt es beim Lamm nicht mehr, weil da wird das Fell komplett abgezogen. Die untere Hautschicht ist trotzdem noch sehr bindegewebsreich und die braten wir jetzt an und die zieht sich da zusammen beim Anbraten. Jetzt haben wir die zweite Seite auch angebraten, jetzt können wir ein bisschen vom Gemüse dazugeben. Besser gesagt alles an Gemüse. Während unser Gemüse anbrät, kümmern wir uns jetzt ums Schäuferle, tun es noch ein bisschen salzen, ein bisschen würzen und dann ist unser Gemüse auch soweit. Damit es Salz schön hält, tun wir es vorher ein bisschen
einölen. Da gehen wir jetzt auch oben drüber den Rosmarin und Thymian, den wir ein bisschen klein gehackt haben. Das gibt nachher dann auch einen super Geschmack ab. Auch in unsere Soße reicht es völlig aus. So. Tipptopp. So, damit gehen wir wieder zum Grill. So, und jetzt löschen wir das Ganze ab. Schalten die direkte Hitze unten aus. Das wäre jetzt der Zeitpunkt, wo wir praktisch von der Herdplatte in den Ofen gehen. Ja, da kommt jetzt der Deckel drauf und wir haben jetzt nur noch die indirekte Hitze an und mit der Umgebungstemperatur garen wir jetzt unser Schäuferle schön langsam und schmoren das butterweich, damit es vom Knochen später fällt. Das Ganze braucht jetzt etwa bei 160 Grad im Ofen 1,5 Stunden. Auch bei uns hier im Grill schauen wir, dass wir so auf 180 Grad indirekte Hitze kommen. Und auch da müssen wir ungefähr 1,5 Stunden rechnen. So, wir halten uns jetzt gar nicht lang auf. Unser Lammschäuferle ist auf dem Grill. Wir kümmern uns jetzt gleich um die Vorspeise. Wir machen leckere Lammcordon Bleu. Ich habe hier so Schnitzeltaschen aus der Keule geschnitten, in dem Fall jetzt die Oberschale vom Lamm. Und habe mir überlegt, wir nehmen einen kräftigen Pfefferbergkäse und einen hausgemachten luftgetrockneten Schinkenspeck als Füllung für innen drinnen. Das Ganze tut er ein bisschen mit den Handballen ausstreichen. Die braten wir schön schwimmend in Butter raus. Dann müssen wir das panieren. Wisst ihr ja inzwischen schon, wie das läuft? In unseren Basics Schnitzel habe ich es euch ja gezeigt. Also, was kommt zuerst? Erstes Mehl. Schön kräftig abklopfen. Dann kommt das Ei. Und dann kommen die Semmelbrösel. Auch hier schön kräftig draufdrücken. Wer es extra crunchy mag, kann natürlich auch das Ganze doppelt panieren. Also das heißt, zweimal durch das Mehl und das Ei durchziehen. Das geht natürlich auch. Da bekommt ihr halt eine extrem dicke Kruste außen drauf. Also wenn ihr das so habt, geht einfach nochmal ins Mehl rein. Nochmal in die Eier. Und nochmal in die Semmelbrösel. Unsere Butter ist zerlaufen. Die ist kurz vorm Bräunen. Da müssen wir uns jetzt schicken, damit sie nicht verbrennt. Und geben unsere Cordon Bleu jetzt da gleich rein. Jawohl. Einmal. Zweimal. Wir machen jetzt noch ein schönes Salatdressing. Dazu brauchen wir ein bisschen Öl, Honigessig, der an sich schon ziemlich süß ist, bisschen Salz, einfach nur zum Abrunden und noch ein bisschen Zucker extra. Unsere Cordon Bleu sind fertig. Schauen auch sehr schön aus. Die können wir jetzt rausnehmen, besser gesagt noch ein bisschen in der Pfanne ruhen lassen, bis sie fertig sind. Stellen wir mal zur Seite. In der Zwischenzeit können wir auch schon mal unsere Karotten schneiden für den zweiten Gang, bevor wir dann den Fisch filetieren. Dann können wir die nämlich nachher auch schon in die Pfanne geben.
Oh, geil saftig. Mit dem Käse innen drinnen. Unser erster Gang ist fertig. Jetzt schauen wir mal, was er hergibt. Der Käse passt richtig gut zu dem Lamm. Und auch die Vinaigrette, muss ich sagen, mit dem Honigessig ist mir richtig gut gelungen. Mich würde jetzt interessieren, paniert ihr euer Schnitzel auch zweimal? Schreibt es mir in die Kommentare und bleibt dran, weil wir müssen jetzt auch gleich weitermachen. Wobei, ein Stückchen esse ich noch. Jetzt machen wir Fisch. So schaut's aus. So, jetzt machen wir unser Brett sauber. Unsere Karotten kommen jetzt in die Pfanne. Bei der Butter müssen wir schauen, dass wir während des Osterspecials die 250 Gramm auf jeden Fall verarbeiten. Haha, hätte ich gesagt. Werden die Karotten da so vor sich hin braten, machen wir unseren Fisch richtig lecker. Und hier ist auch schon unser wunderschöner, schicker Steinbutt. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich zeige euch jetzt halt einfach mal, wie man so einen Plattfisch filetiert. Schicker Kerl. Der Steinbutt ist einer der exklusivsten Fische, weil er sehr selten ist und auch leicht überbewertet. Aber wie schon gesagt, wir fangen jetzt einfach mal an. Wir wollen heute die Filets ohne Haut rausnehmen. Einmal machen wir einen Schnitt hier außen an den Gräten entlang. So, einmal. Auf der anderen Seite das gleiche. So, und dann seht ihr hier, wir haben hier beide Augen. Ne, die sind ja von unten. Wenn man von der anderen Seite anschaut, ist er ja blind. Hier. So. Sind ja nach oben gewandert. Auf die linke Seite des Fisches. Ne? Und hier haben wir eigentlich immer ein Loch drinnen, weil hier wird er ausgenommen. Das Problem ist nämlich, bei diesen Plattfischen, da können Würmer drinnen sein. Und wenn der Fisch tot ist, wandern die von den Därmen in das Muskelgewebe. Deswegen nimmt man den Plattfisch immer aus. Den kriegt man nicht mit innen rein. So, wir müssen jetzt hier, der ist ja ein wenig verzogen, die Mittellinie finden. Die läuft hier nach vorne, hier am Schwanz entlang. Da schneiden wir auch rein. Das war die Rückenflosse. So. Und jetzt gehen wir oben. Hier müssen wir noch ein bisschen rumschneiden. Nummer 1. Ihr seht, ich habe jetzt hier leider das Rückgrat nicht ganz erwischt. Ich habe mich nicht so getraut. Hier vorne hätte ich hinschneiden müssen. Hier bin ich leicht abgebogen. Hier seht ihr, da hört das Rückgrat auf. Deswegen bin ich hier oben leicht hängen geblieben. Ist jetzt aber nicht so verkehrt, also nicht so schlimm. War jetzt nur ein Zentimeter daneben. Auf der anderen Seite müssen wir es genauso machen. Da fangen wir jetzt diesmal wieder von hinten an. Ich bin Rechtshänder. Linkshänder sollten das einfach spiegelverkehrt machen. So. Auch hier wieder immer schön an den Gräten langschneiden. Da kommt jetzt hier der Rogensack dann. Der ist hier vorne. Den sehen wir jetzt dann auch gleich. Hier schaut er raus. Das hier ist der Rogensack. Da aufpassen, dass er nicht reinschneidet. Er kommt hier weg. So. Und das Filet ist Nummer 2 ist draußen. Jetzt müssen wir das Ganze zurückdrehen auf die Rückseite. Da haben wir nämlich auch noch zwei Filets. Hier machen wir es diesmal ein wenig besser, hoffe ich. Auch wieder außenrum schneiden.
Auch hier wieder um den Kopf herum. So, und jetzt müssen wir hier die Mitte erwischen. Hier wieder den Rogensack nicht verletzen. So. Jetzt seht ihr auch, warum der Fisch so exklusiv ist. Wir haben jetzt hier ungefähr 2/3 vom Gewicht an der Karkasse dran, Rogensack, riesiger Kopf und hier hinten Gräten und die Filets, wenn wir rausnehmen, ist fast nichts mehr übrig. Das Gute ist jetzt, bei so einem Fisch kann man das Ganze noch für eine Fischsuppe extra halten, vor allem wenn er so geil frisch ist. Was wir jetzt hier noch brauchen, sind die Bäckchen. Er ist jetzt nicht ganz so groß, aber ich glaube, die kriegen wir auch noch raus. Die haben wir jetzt auch noch. Das ist jetzt noch safe, die haben wir jetzt hier mit rausgenommen. Das ist jetzt ein relativ kleines Exemplar von dem Steinbutt. Den Steinbock gibt es bis zu 1 Meter Länge. Wenn die dann so groß sind, kann man die kaum noch bezahlen, weil sie so selten sind. Also da sind Edelköche etc. dahinter, die sowas zu bekommen. Da wird es dann von der Seite schon exklusiv. Und dann kommt es zusätzlich noch auf die Saison an. Also vor Feiertagen, vor Ostern kostet sowas immer ungefähr das Doppelte. Also den Fisch, den wir jetzt da haben, kostet vor Ostern ungefähr 120 Euro. Jetzt müssen wir das Ganze filetieren. Jetzt gehen wir mit dem Messer am Schwanzende schön an der Haut entlang. Zack. Unser erstes Filet. Unser zweites Filet. Werden die Karotten noch ein bisschen brauchen und vor sich hinbraten, bevor wir sie jetzt dann noch fertig karamellisieren, machen wir unsere Klöße schon mal. Zunächst brauchen wir natürlich ein bisschen Brot. Wir machen heute ein paar kleine Knädler, aber wie schon gesagt, klassisch immer mit ein bisschen Brot drinnen. Nehmt euch immer eine Portion Kloßteig, formt den, macht eine kleine Kugel rein, stopft das Brot rein und dann werden sie ausgerollt, damit sie schon gleichmäßig sind. Dann legt man sie einfach aufs Brett und die nächste Portion. So, unsere Knödel sind fertig und unsere Karotten auch gleich. Jetzt geben wir noch ein bisschen unraffinierten Zucker dazu, der schnell schmilzt. Das ist jetzt in dem Fall der Kokoszucker. Der hat noch so eine leichte fruchtige Süße. Dann ein bisschen Salz, aber nicht zu viel. Und dann lassen wir das Ganze noch einmal kurz schwenken. Jawohl. Das reicht jetzt auch schon. Das gehen wir jetzt zur Seite. Lassen wir noch kurz ein bisschen ruhen oder halten das noch ein bisschen warm, weil wir jetzt gleich in der gleichen Pfanne auch mit ein bisschen Butter, habe euch ja gesagt, das halbe Pfund muss jetzt dann weg, den Fisch anbraten. Vorher müssen wir ein bisschen salzen, beide Seiten, unsere Bäckle, die haben wir schon gehabt, und einmal kurz ins Mehl rein. Und wieder raus. Beim Fisch unbedingt aufpassen, dass er nicht übergart. Er darf ruhig noch leicht glasig sein. Also immer ein bisschen früher rausnehmen. Wir haben ja jetzt
auch den Zucker noch drinnen von den Karotten. Und das geht jetzt wirklich, wenn eure Pfanne heiß ist, wirklich ratzfatz. In der Zwischenzeit richten wir jetzt auch schon mal die Karotten an. So. Und schon haben wir unseren zweiten Zwischengang parat. So, jetzt schauen wir mal, wie unser Steinbutt kommt. Toller Eigengeschmack, abgerundet mit der Butter. Wie kommen unsere Karotten dazu? Richtig geil. Mich würde jetzt interessieren, welchen Fisch esst ihr lieber? Den Labellrouge-Lachs vom letzten Osterspecial oder unseren Steinbutt? Schreibt es mir in die Kommentare. Und jetzt machen wir unseren Hauptgang. Lammschäuferle. Wobei der Zwischengang auch nicht so verkehrt ist. Unser Kloßwasser haben wir aufgesetzt. Jetzt brauchen wir noch unsere Bohnen. Da habe ich auch ein paar schöne Brechbohnen besorgt. Mit ein bisschen Bohnengrau dazu. Yummy, yummy. Bohnen müssen wir leicht blanchieren. Die halbierten Bohnen geben wir jetzt in das Wasser. Das soll leicht sieden. Die blanchieren wir da drinnen. So circa 5 bis 10 Minuten. Und danach machen wir noch eine Mehlschwitze. Da tun wir die noch ein bisschen schwenken. Da kommt unser Bohnengrau dazu. Schmecken wir die schön ab. Und das gibt es dann nachher zum Lammschäuferle dazu. So, unser Wasser kocht gleich. Nie vergessen, immer mal gut Salz rein. Und was bei den Klößen auch noch richtig gut kommt, einfach so eine kleine Flocke Butter noch oben mit aufs Wasser drauf. Das hat einen Vorteil, erstens, dass es die Klöße mit der leichten Butterschicht überzieht. Das schmeckt einfach besser. Und zum anderen kleben sie nicht auch so leicht aneinander. Das ist auch noch so ein leichter Schutzfilm, der da außenrum dann auf den Klößen drauf ist. So, jetzt köchelt es schön oder kocht es richtig kräftig. Jetzt geben wir unsere Klöße rein. Jetzt, wenn ihr die Klöße drinnen habt, genau wie bei den Nudeln, immer ein bisschen runterstellen, weil es löst sich jetzt ein bisschen stärker in das Kloßwasser und das kann dazu führen, dass es dann überkocht. Deswegen, es muss jetzt nicht mehr sprudeln kochen. Es reicht, wenn es ganz normal leicht köchelt. Bei der Größe von den Klößen, die waren eigentlich jetzt ja, wie bei manchen Franken nur Viertel so groß. Brauchen wir auch nur ein Viertel der Garzeit. Also in etwa 10 Minuten sind die locker fertig. In der Zwischenzeit machen wir jetzt auch noch unser Bohnenkraut. Das tun wir schön noch zupfen und hacken das fein. Das gibt einen besonders guten Geschmack dann bei unserem Bohnengemüse. Kurz vor unserem Finish schauen wir jetzt einfach nochmal nach unserem Lammschäuferle, wie weit es ist, damit wir es gut abschätzen können, weil unsere Beilagen sind jetzt dann gleich so weit. Jetzt müssen wir nur noch mal nach dem Fleisch schauen, aber ich denke, da sind wir auch schon auf einem guten Weg. Ihr seht, schöne 200 Grad indirekte Hitze. Oh ja. Wenn hier der Knochen rausschaut, ist es immer schon ein gutes Zeichen, weil ihr habt schon zu viel Garverlust, dass das Fleisch ja auch schon weich sein sollte. Das könnt ihr aber leicht testen, indem ihr einfach mal in der Knochennähe drauf drückt. Und wenn ihr das Fleisch schon auseinanderdrücken könnt, ja, oder mit dem Finger schön leicht nach innen kommt, es ist jetzt ziemlich heiß, dann funktioniert es gut. Das ist butterweich, da können wir nachher dann wirklich auch den Knochen aus dem Ganzen raus schälen oder rausdrücken. Auch unser Gemüse ist richtig geil geworden. Wenn es so eine Konsistenz hat, ja, noch einen leichten Biss hat, das ist ideal, das können wir nachher sogar noch dazu reichen. Das werden wir auch ein bisschen mit am Teller anrichten, das Schmorgemüse. So, jetzt müssen wir nur noch nach den anderen Beilagen schauen und dann können wir unser Lammschäuferle auch genießen. Unsere Bohnen sind jetzt fertig, die tun wir jetzt aus dem Wasser rausnehmen und kommen dann in die Butter rein.
Kurz schwenken. Alles aufkochen lassen, schön vermischen. So, zum Schluss geben wir noch unser Bohnenkraut mit rein und Salz. Und noch eine ganz kleine Prise Zucker. Unsere Klöße sind auch fertig, das erkennt ihr immer sehr gut dran. Wenn sie oben schwimmen, sind sie gar. Ne? Und jetzt holen wir unser Lammschäufele noch raus. Dann nehmen wir auch unseren ganzen Topf. Sehr schön. So, unser Lammschäufele nehmen wir jetzt mal raus. Das sieht ziemlich gut aus. Als erstes machen wir einen Schnitt von hier oben nach hier unten. Da seht ihr jetzt dann auch schon, wie der Schaufelknochen rausfällt. So. Den können wir jetzt hier rausdrücken. Aber wir müssen das Ganze ja ein wenig portionieren. Auch hier oben. So. Hier haben wir den Knochen jetzt draußen. Er fällt jetzt gerade von selber raus. Komm. 1, 2. Und jetzt können wir das dann umdrehen und hier richtig schöne Scheiben schneiden. Wir sind auch schon wieder beim Finale unseres Osterspecials angekommen. Ich freue mich jetzt richtig aufs Lammschäufele. Klein wenig an Glaze dazu. Das Fleisch ist butterweich. Mit einer leichten Rotweinnote. Und ich habe ja gesagt, das Schmorgemüse machen wir auch mit drauf. Das hat noch einen richtigen Kick, weil da ist der ganze Bratsatz von dem Lammschäuferle drinnen. Was ist jetzt euch am liebsten zu Ostern? Fisch oder Lamm? Oder macht ihr doch beides? Und in Zukunft, probiert ihr mal Lammschäuferle aus oder bleibt ihr doch beim Schwein? Schreibt es mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Servus. Da habe ich ja schon lange drauf gewartet. Moment mal. Ist ja gar kein Abo. Macht nichts. Abonniert ihr mich einfach, dann passt es auch wieder.